Der tragische Tod von Uli Steck am Himalaya erschüttert die Schweizer Bergsteigerszene. Der Grad zwischen Leben und Tod sei amig sehr klein, sagt der mittlerweile 89-jährige Max Niedermann, der zwischen 1953 und 1980 40 Erstbegehungen erreicht hat. Er kann sich gut vorstellen, warum der Uli Steck trotz seiner Gehört immer wieder zurück an den Berg ist. Zum Teil mag eben die Abenteuerlust, den Kick, den es gibt, oder? Und die Erfolgserlebnisse, die man immer noch wieder haben will, nicht mal missen. Und zum anderen war es natürlich sehr Profi-Bergsteiger, dass man so machen hat. Das ist das grosse Geld für das verdient. Der Max Niedermann hat sich nie als Profi gesehen, trotz seiner Pionierleistungen. Aber auch er hat am Berg heikle Situationen erlebt. In den Dolomiten ist er vor vielen Jahren mit seinen Kletterkollegen eingeschnitten worden und hat 3 Tage im Fels ausharren. Etwas, das er nie wird vergessen. Ich hatte nichts zu essen, weil wir gerechnet haben, wir kommen in einem Tag durch. Die Hungerzeit war 72 Stunden. Aber wir sind dann rausgekommen, gegen Mittag vom dritten Tag, vierten Tag. Wer klettert, mache ich das aus Leidenschaft, sagt Max Niedermann. Der richtige Moment zum Aufhören gäbe es nicht. Trotz dem Risiko in zunehmendem Alter sei das Bergsteigen wie eine Droge. Man weiß schon, dass man ein gewisses Risiko eingeht. Und das hat auch der Uli Steck sicher gewusst, oder? Ja, besser als viele andere. Aber jetzt ist es können gehabt und das können hat einfach ausgenutzt. Man kann auch in den Bergen pechen, wie auf den Strassen auch.